Damit dann auch mal wieder herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Rise of the Tomb Raider. Ja, mal sehen, ich bin mal gespannt. Ich nehme mal an, das Spiel läuft jetzt aufs Ende zu. Keine Ahnung, laut na, Hauptbildschirm, wo ich Spiel laden kann, bin ich bei 46%. Keine Ahnung, wie viel noch kommt, aber ich muss ja jetzt in diesen mystischen Tempel oder was weiß ich. Habe ich vergessen, ich habe jetzt schon wieder ein, zwei Tage nicht gespielt. Ja. Mal sehen. Hier, die Jungs sehen schwer bewaffnet aus, Hubschrauber flattert darum. Es kann ja nur heiler werden. Einen erwischt. Das war ein lautloser Kill. Jetzt ernsthaft? Der ist gerade explodiert. Ich nehme mal an, ich darf gleich wieder neu laden. Okay, also ich muss mir definitiv einen besseren Plan machen. Zum Beispiel so. Sie leben noch. Und sie treffen mich. Scheiße, und jetzt ist er doch da im Haus. Schlechte Idee. Das muss ich anders machen. Schade, sie hätten ja alle auf einmal in die Luft fliegen können. Aber auch nicht wirklich so richtig prickelnd. Schrotflintisieren! Das könnte doch. Gibt's hier noch irgendwas? Ja. Ja, ich habe ja die neue Flinte. Gute Idee. Das war einer. Naja, einen hatte ich aber bisher die ganze Zeit geschafft. Jawohl! Die ist gut! Die ist gut, die behalte ich! Ich treffe nur nicht! Gut. Reinlaufen, Schrotflintisieren. Oder auch nicht. Ja.
beste Durchgang. Die Flinte ist gut. Ich muss nur schneller werden. Geworfen werden immer schlecht. Erwischt. Oh, da ist auch noch einer. Okay. Wie sieht's aus, Freunde? Wo seid ihr? Sag bloß, ich hab's jetzt gepackt. Ich vertraue der Sache noch nicht. Ich wusste. Heil mich mal. Ich weiß nicht. Durchprügeln geht auch. Okay. Ich hab's gepackt. Nee. Ist ja ein Ding. Na gut. Ja, mit der richtigen Flinte und dann auch noch treffen, dann geht das soweit. Den Ort nur noch durchsuchen. Ja, geilo. Ha! Ich habe jetzt noch mit ein paar Versuchen mehr gerechnet, aber hey, das ist cool. Automatikflinte. Ah ja, cool. Hier ist noch was. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Oh, mein Gott. Der Typ schon wieder. Wenn er doch so viel um Vergebung bitten muss, warum lässt er es nicht einfach mit dem Töten? Es wäre doch viel einfacher. Aber nein, er muss ja töten und dann kann er so schön um Vergebung bitten. Oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Bla bla bla. Dem tut auch gar nichts leid. Der macht's immer wieder und der kündigt ja auch Neues an. Das ist ein dummer Schweinepriester. So, hier noch irgendwas. Sehr schön. Cool. Cool, cool, cool. So, und in dem Ding waren wir drin. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja. Dann mal schauen.
hier ein Kartengedöns, dass ich hier... hier komme ich jetzt. Hier bin ich jetzt endlich, wo ich vorhin ist gut, wo ich irgendwann schon mal die Sachen einsammeln wollte. Aha. Aha, krieg ich's jetzt? Noch so eine Kiste. Ich übersehe alles. Ich übersehe ja alles. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bei Schätzen und so einem Kram bin ich doch gierig bei Videospielen. Gibt's halt nicht. Ah. Jetzt kommt eine echte Prüfung, Kinder. Das Tal hat ein Gleichgewicht. Verschiebt sich eine Seite, wirkt sie auf alles andere. Durch das Feuer vor zwei Ernten sind viele Beeren gewachsen. Das führte zu mehr Wild und jetzt haben wir zu viele verdammte Wölfe. Man kann sie nicht essen, aber um das Tal im Gleichgewicht zu halten, jagen wir heute Nacht Wölfe. Sie kommen im Dunkeln heraus und durchstreifen das Tal, weil sie werden ihre Höhlen und an... Ich weiß nicht, was mit dieser Information bringen soll. Oder was es mir bringen soll, da hoch. Nö, das da unten habe ich schon. Nee. Okay, ich kann hier... hoch. Kann ich das irgendwie anzünden oder so? Ja, Feuerpfeile habe ich doch schon. Okay. Kann ich das wegsprengen? Oh. Auch nicht. Warum wird mir das dann so angezeigt? Was gibt's da? Ich verstehe es nicht. Aber in einer Lösung werde ich trotzdem nicht gucken. Feuer. Also das sollte mit Feuer zu lösen sein, ja. Glaube ich nicht. Das hier nur so ein paar Punkte und sowas. Schade, jetzt dachte ich... Ich habe mal hier wieder einen schönen Dungeon gefunden. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers... Na super, tolle Predigt. Hier noch was? Nee, Pilze.
das hier? Hatte ich nicht eigentlich irgendwas markiert, was ich einsammeln wollte? Ja genau, das war das Dokument, das hatte ich auch eingesammelt. Ja, das hier noch. Ja, wenn nehmen wir jetzt den Scheiß auch mit. Wenn ich ihn schon sehen kann. Ja, das liegt ja schön nah nebeneinander. Ah, das hätte ich wohl auch kaum übersehen können. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte... Dem wird es jetzt klar, dass Mord irgendwie nicht gut ist? Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Genau. Für Konstantin. Ja. Super. Das ist sehr herzergreifend, was da abgeht. Als nächstes die Münzen. Ich habe zwar bisher nur ein einziges Mal einen Raum gefunden, wo ich die dann verwenden konnte. Aber... Aha. Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Und dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Ich wollte noch leise killen. Ja gut, vielleicht überlebe ich's ja. Ich nehme aber mal an, nein. Ja. Damit habe ich recht. Ich wollte doch einen lautlosen Kill machen. Was habe ich denn jetzt versaut? Verdammte Scheiße. Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und was? Erst kommt eine Art Okay, ich warte nochmal, bis sie sich trennen meinte, und dann versuche ich es nochmal mit einem lautlosen Kill. Okay, der eine hat funktioniert. Du kommst wieder zurück, das heißt, da habe ich dann auch die Chance, mit dir dasselbe zu tun, so einen kleinen Genickzwirbler zu verpassen. Oh.
Ja, und in den Hals stechen hilft natürlich auch. Jo. Okay. Mann, ich muss... Oh Mann! Wo ist er, sie, es? Okay. Ich bin nicht hier genau irgendwo noch Münzen markiert. Ja komm, die nehmen wir jetzt mit, mitten im Gefecht, das ist eine sichere Sache. Ja, wo ist er denn? Wo ist der Freak? Mann! Ah, da drin oder was? Was denn? Das Visier war doch rot! Ja, bescheuert! Geht doch! So. Gut, jetzt kann ich doch die Münzen aufsammeln. Das dürfte ja nicht mehr so gefährlich sein. Was gibt's hier? Ja, mal gucken, ob wir auch auf die höheren Lagen kommen. Ja, hier. Einfach nur schauen, ob es da was gibt. Unbedeutung. Ja, Bedeutung nicht unbedingt, aber zum Einsammeln, zum Brauchen, zum Verwenden, zum Machen, egal. Nee. Hier nochmal lang. Unten längs? Nö. Anscheinend nicht. Lauter Zeug, wo ich hätte Gedöns draus bauen können.
Hier ein Dokument. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Na dann. Also, wenn es doch kein weiteres Croft-Opfer ist oder sein soll, warum zur Hölle schießen denn alle auf mich? Das verstehe ich nicht. Sieht keiner meine Spuren. So. Alles klar. Habe ich ein ich dachte, das wäre so. Die nächste Geschichte gibt es aber auch erst in der nächsten Episode. Wie immer war es mir eine Freude, auch wenn ich wieder ein paar Mal beim Schusswechsel draufgegangen bin. Naja, was soll's. Bis dann. Ciao.